Eigentlich wollte Elffach Mama Silvia Wolny, 57, nur einen putzigen Moment mit ihrer Enkelin teilen, doch für das vermeintlich Nacktfoto der kleinen Katalea hagelt es im Netz harte Kritik. Krasse Vorwürfe, wenn man für Likes die Kinder missbrauchen muss. Wenn die kleine Maus der Oma den Putzeimer mit klarem Wasser stibitzt und ihn als Buhl benutzt, schreibt Oma Silvia zu einem Schnappschuss von ihrer Enkelin auf Instagram. Einigen Usern scheint der vermeintlich unbekleidete Anblick der dreijährigen Tochter von Kalanta Wolny, 21, allerdings etwas zu weit zu gehen, es folgt ein Shitstorm. Wurde das Kind eigentlich gefragt, ob es Nacktbilder von sich im Internet haben will, fragt ein Follower vorwurfsvoll. Ein anderer Abonnent kritisiert, verstehe nicht, wie man seinem Kind sowas antun kann und es im Internet so präsentiert. Es folgen weitere, krasse Vorwürfe, wenn man für Likes die Kinder missbrauchen muss und ohne jeglichen Verstand handelt. Silvia Wolny, ich könnte abkotzen bei solchen Kommentaren. Auch wenn ein Großteil ihrer Community auf der Seite des TV-Stars steht, platzt Silvia der Kragen. In einem Instagram-Live-Video meldet sie sich kurz darauf zu Wort und äußert sich zur Kritik an ihrem Post. Man kann nicht sehen, welches Kind es ist, man kann nicht sehen, ob das Kind etwas anhat. Silvia betont an der Stelle, wie sehr sie stets auf das Wohl ihrer Enkelkinder bedacht sei. Sie wollte die kleine Katalea lediglich beim Spielen zeigen, nicht mit ihr werben und habe bewusst ihr Gesicht nicht gezeigt. Und deshalb findet Silvia, sei da ist nichts Verwerfliches dran. Es ist nicht das erste Mal, dass Silvia sich für ihren Familiencontent rechtfertigen muss. Hassnachrichten und Kommentare gehören mittlerweile fast immer mit dazu. Und genau deshalb habe sie keinen Bock mehr bei Instagram irgendwas Schönes zu posten, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. SFI. Im Video, Silvia Wolny verwaltet Sarah Finas Instagram-Account. Sarah Finna, Estefania, Loredana und Co. auf RTL Plus. Mehr Alltagsabenteuer rund um Silvia Wolny und ihre Großfamilie gibt's bei Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, jederzeit zum Streamen auf RTL Plus.